Ein Schabernack-Komet ist aufgetaucht. Die Schabernack-Kometen verwandeln Galaxien, sodass du sie teilweise gar nicht wiedererkennst. Aber klar doch, du hast ja auch schon fleißig Kometenmünzen gesammelt, nicht wahr? Je mehr dieser Kometenmünzen du findest, desto mehr der ominösen Schabernack-Kometen tauchen auf. Du kannst nun also endlich damit beginnen, die Powersterne der Kometen zu sammeln. Wir zählen auf dich, Steuermann. Digga, du merkst nicht mal, dass du mit meinem Bruder quatschst, oder? Das ist absolut wild. Oh, du hast einen kleinen Borko mitgebracht. Die mag ich wirklich gerne. Die schmecken wie Baumkuchen. Er weiß etwas über Kometenmünzen, also sei ganz ohr und stör dich nicht an seinem einfachen Satzbau. Sure thing, Bruder. Ja, bla 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 bla. Okay, wir spielen jetzt also wieder Mario. Alles klar. Interessant. Absolut interessant. Ja, Leute, dann herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Wir quatschen einmal kurz mit dem Borku, auch wenn ich mir sehr sicher bin, dass der absolut nichts Wichtiges zu sagen hat, weil keiner von den Charakteren auf diesem Schiff irgendetwas Wichtiges zu sagen hat. Der wiederholt jetzt wahrscheinlich das Tutorial vom Anfang zum Thema Sternenmünzen. Aber mal gucken. Wer weiß. Vielleicht belehrt er mich eines Besseren. Kometenmünzen. Schon gefunden. Fleißig sammeln. Komet erscheint. Jede Galaxie. Erster Stern. Davor immer eine. Kometenmünze. Suchen. Suchen. Augen auf. Ja, okay. Er hat mir jetzt halt gesagt, was ich mittlerweile schon lange selbst rausgefunden habe. Nämlich, dass die Kometenmünzen nur in den ersten Sternmissionen vorkommen. Ja, ich sag ja. Alle useless, die Charaktere, die hier auf dem Schiff rumtänzeln. Alle fucking useless. Gut, dann gehen wir nochmal in die Pflaumenwandler-Galaxie rein und machen da direkt den ersten Kometen. Ist lustig, dass der erste Komet direkt in Welt 3 aufkreuzt. Finde ich ja cool. Okay, wird das wieder so Spezialmissionen, ja? Also mit so Zeit oder was wird das? Düster Schatten der Schwebegärten. Na, im ersten Teil gab es ja verschiedene Arten von Komet. Risikokomet oder Zeitangriff oder wie auch immer die alle hießen. Aber das hier scheint einfach nur ein eigener Levelaufbau zu sein mit so Sprungplattformen. Ja. Oh, aber das ist doch die Schatten-Mario-Musik, oder? Nein? Doch. Natürlich. Natürlich. Okay, aber sieht bisher jetzt eigentlich nicht so schwer aus. Aber noch ist der Pfad ja auch immer lückenlos gebaut. Ich denke mal, das wird sich wahrscheinlich irgendwann ändern. Es sind ja einfach wieder drei Schatten-Marios. Was soll denn die Scheiße? Absolut wild. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass das hier ein Remix von dem Mario Bros. Soundtrack ist? Keine Ahnung. Ich glaube, man hört's. Kriegen wir jetzt hier nicht die Wolke tatsächlich in dieser Welt? Scheint so. Okay. Oh, ich wollte mit meinem scheiß Cursor. Wo ist denn mein Cursor? Digga, er funktioniert wieder überhaupt nicht. Was ist denn das? Ich wollte diesen Blödsinn einsammeln. Oh, das war knapp. Denn wie wir ja wissen, Sternteile brauchen wir später viele. Für die ganzen Lumas. Ach, das ist ein Stern! Oh ja, wild. Oh, ich werde sogar jetzt hier noch verfolgt. Interessant. Wenn das nicht schnell genug gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich ziemlich brenzlig geworden, weil die einem dann die ganze Zeit hier mit den Sternen herumtanzen. Funny, funny, funny. Funny frisch. Alles klar. Das ist Stern Nummer 40 jetzt, glaube ich, oder? Damit haben wir so circa ein Drittel des regulären Hauptspiels gesehen. Cool, cool, cool. Oh yeah. By the way. Oh, nevermind, das ist erst 30. Ups. Done, scrap that. Forget what I just said. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt tatsächlich. Oh, jetzt kriegen wir die ganzen Kometen, echt jetzt. Sollen wir die jetzt alle machen? Ah ja, komm, dann machen wir halt einfach in diesem Part mal ein paar Kometen, oder Leute? Machen wir hier einen Kometen-Part draus. Das ist auch okay. Wie komme ich nochmal auf die Weltenkarte? Ach, da oben. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal Welt 1, zack. In die Stern-Yoshi-Galaxie. Okay. Ich habe tatsächlich nochmal nachgeguckt, wie viel Zeit einem wirklich für das gesamte Spiel verloren geht, wegen diesen Zwischensequenzen und dem Speichern und, ne, ihr müsst im Level wieder raus, ins Level wieder rein und so weiter. Es ist tatsächlich knappe 3 Stunden, die dieses Spiel einfach deine Lebenszeit verschwendet. 3 Stunden, die du dieses Spiel spielst und es eigentlich nicht spielst. Das ist so crazy. Das ist wirklich so crazy, wie viel das ist. Also,
Müssen wir auf der Zunge zergehen lassen bei der... Oh, das ist Zeitlimit. Ah, wir müssen die Gegner alle platt machen. Okay, cool, cool, cool. Oh, shit. Ich dachte, mit dem Stern bin ich unverwundbar in dem Schmutz hier, aber nein. Okay, ich sammle jetzt mal nicht die ganzen Sternteile ein, weil ich befürchte, dann wird es zeittechnisch ein bisschen eng, wenn ich mich darauf fokussiere. So. Wahrscheinlich muss man hier auch irgendwie eine ansatzweise gescheite Route laufen. Okay. Alter! Geht auch. Wie viele sind es noch? Ich habe keinen Counter, ne? Doch, da unten. Ah, okay, perfekt. 30. Ja, sollten wir ihn kriegen. Sieht bisher einigermaßen gut aus. Nein, wende doch, Mario, wende doch! Oh boy. Zwei noch. Einer war hier links, rechts, wie auch immer. Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Ich kann die Kamera nicht komplett drehen. Wo ist denn der letzte? Da hinten! Oh Mann, Alter! Was ich die scheiß Kamera wieder nicht richtig drehen ließ. Ah, ich krieg Krebs. Ah. Hä? Mir hat wieder einer gefehlt? Was zum Fick? Wo sind die denn? Das ist ja komplett behindert. Ich kack ab. Okay, das sind jetzt zwei. Na, also passt doch. Ich weiß nicht, also jetzt mal hat sich irgendwie einer noch versteckt. Irgendwo ist hier einer versteckt. Keine Ahnung. Was sollet? Wir haben's. Ja, die Sternphysik ist ein bisschen komisch. Dadurch, dass das Laufen am Anfang so super langsam ist, man erst mit der Zeit schneller wird. Was ein bisschen seltsam. Okay. Na gut. Ja, massenweise Gegner besiegen ist jetzt nicht meine Favorite Quest, ne? Also, kann man machen. Aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Okay. Naja. Geht klar. Yeah. So, mal gucken, ob wir jetzt direkt den nächsten Kometen kriegen. Ja. Alright. Ja, wie gesagt, dann machen wir jetzt einfach einen Part, wo wir die ganzen Kometen ziehen. Das sollte kein Problem sein. Dann wird es wenigstens ein Part, wo wir mal einiges an Sternen zusammenkriegen, weil die Kometen scheinen ja eher kurz zu sein. Also, kein Problem, kein Problem. So. Ba, 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 ba. Kometenalarm! Das dauert hier halt auch nochmal alles Zeit, ne? Risikokomet, diese bösen Borpedos. Borpedos. Ach du Scheiße! Ich weiß, dass die einfach nur von Torpedo halt, ne? Aber. Ganz schwierige Wortkombination. Ganz schwierige Wortkombination. So nenne ich den Part jedenfalls nicht, ansonsten kassiert YouTube das Ding direkt ein. Oh boy. Okay, Bosskampf mit nur einem Leben, ja? Ja gut, sollte jetzt ehrlich gesagt nicht so schwierig werden. Wenn man sich da ein bisschen drauf konzentriert, dann sollte es eigentlich easy machbar sein. Ich glaube, ich bin ja auch im Original erst am Ende getroffen worden, in der letzten Phase. Weil ich halt einfach nicht drauf geachtet habe, dass mehrere Gegner auf einmal da rauskommen. Also, ja. Ja, oder man springt halt einfach wie ein besoffenes Eichhörnchen, right? Ich meine, das ist auch eine Option jedes Mal. Ja, ich muss aber tatsächlich sagen, die Kamera steht hier schlecht, ne? Dadurch, dass die Kamera schräg auf eine 2D-Stage drauf guckt, musst du teilweise deinen Stick nicht einfach nur rechts-links bewegen, sondern musst ihn nach unten rechts oder unten links bewegen. Und das ist ein bisschen uncool. Was? Hä? Wo war das ein Treffer? In welcher Welt war das ein Treffer? Absolut lächerlich. Das war sicherlich alles, aber kein Treffer. What the fuck? Ja, hier gerade, ne? Jedes Mal, wenn ich da so komisch stehen bleibe, nachdem ich das Ding eingesammelt habe, dann liegt es daran, dass ich nach links drücke, aber ich eigentlich nach unten links drücken muss. Das ist ziemlich stupid. So, ich habe keine Ahnung, warum der mich jetzt gekillt hat. Also wirklich nicht. Er gibt gar keinen Sinn für mich. Aber gut, dann weiche ich den aus, schätze ich. Ah, scheiße. Scheiße! Danke. Okay, so, letzte Stage. Letzte Runde, wie auch immer. Jetzt macht er mehrere. Oh, der geht in die andere Richtung. Okay. So. Ja, ist echt schwer zu steuern, weil man immer den Stick woanders hin machen muss. Das finde ich ein bisschen kacke. Ehrlich gesagt.
Okay. Nein, falsche Richtung. Dammit. Dammit, 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 dammit. Komm schon. Nice. Okay. Ja, war jetzt eigentlich nicht so schwierig. Einmal wurde ich betrogen und einmal bin ich schlecht gesprungen. Was ich auch auf die Steuerung schiebe. Also wurde ich zweimal betrogen. So einfach ist es. Oh boy. Alles klar, da haben wir die Kiste. So viel zum Thema, die Sterne gehen ja schneller. Naja, sind schon schneller als die normalen Sterne, ne? Ist okay. Machen wir einen Express-Part draus. Passt. Bin mal gespannt, ob jetzt wirklich in jeder Stage die Kometen kommen. Oder ob das jetzt nach einer Zeit wieder aufhört. Weil andererseits finde ich es ein bisschen komisch, wenn einfach plötzlich überall gleichzeitig die Kometen erscheinen. Okay. Oder halt überall nacheinander. Andererseits... ja, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber keine Ahnung, ich fände es irgendwie besser, wenn nach 10 Kometenmünzen welche kommen. Oder nach 5, nach 10, nach 15. So irgendwie, weil aktuell ist halt einfach der Trigger scheinbar bei, ich weiß nicht, 15 Kometenmünzen oder sowas gewesen. Und jetzt kommen sie alle. Hätte ich vielleicht besser gefunden, wenn man das ein bisschen aufgeteilt hätte. So, wir nehmen kurz die Sternteile noch mit, weil... Sternteile. Und danach machen wir uns in die Puzzle-Planken-Galaxie. Euch könnt mir vorstellen, dass das hier so ein Zeitangriff wird. Ne? Während die Kreissägen da alles runternieten, dass es jetzt hier irgendwie so stressig wird. Schattenfeld ist der Lila-Münzen. Nein! Lila-Münzen, die gab's ja auch noch. Ja, okay. Nevermind. Okay, das ist... okay. Wow. Dann wahrscheinlich Schatten-Mario und ich muss die Coins einsammeln. Ja, okay. Das ist ja, das ist ein leichtes Stage. Ich dachte, ich muss jetzt über die gesamte Stage wieder die Lila-Münzen einsammeln. Zeitlimit auch noch. Gewählt. Alter, Zeitlimit, Lila-Münzen und Schatten-Mario? Okay, Bruder. Als nächstes kriegen wir noch ein Leben und dann ist aber auch echt gut wieder. Oh fuck, das war nicht gut, das war nicht gut. Das Gute ist, dass die Schatten-Marios denselben Fehler machen wie ich. Ich weiß nicht, wie eng das Zeitlimit hier ist. Ich denke, ich werde es merken, wenn ich zwischendurch irgendwo scheiße laufe. Alter, wie viele sind denn das? Holy shit! Okay, scheiß mal aufs Zeitlimit. Wir müssen gucken, dass wir uns den Pfad nicht komplett verbauen. Alter! Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich mache den Pfad gerade ziemlich optimal. Nein, dammit. What? Digga, ich bin ein fucking Boss. Das war ja viel zu gut gerade. Hä? Einfach komplett straight up durchrasiert. Ich habe gar nicht realisiert, dass das so viele Schatten-Marios waren am Anfang, ne? Crazy. Aber ey, das war eine coole Stage. I like it. Wenn das jetzt wirklich über das ganze Ding verteilt gewesen wäre, das wäre uncool gewesen. Aber so geht's. So kann man das machen. Ja, sagt Mario auch. By the way, der Hintergrund hier beim Raumschiff ändert sich auch je nachdem, in welcher Welt man gerade ist, ne? Auch cool. Okay, jetzt komplettieren wir die ganzen Galaxien, also noch die wir vorher nicht komplettiert haben. Warte mal, manche haben wir schon komplettiert, ne? Das heißt ja quasi automatisch, dass es in denen keinen Kometen gibt. Interesting. Huh. Das realisiere ich jetzt auch gerade eben erst. Das heißt, die Galaxien, die wir vorher schon completed haben, die sind ohne Kometen completed. Funny, funny, funny. Naja, das waren auch, glaube ich, eher die kürzeren. Das waren die, die man von so Luma-Herausforderungen bekommen hat. Von den Fressalien-Lumas. Dino Piranha im Schnelldurchlauf. Oh, puh, okay. Auf Zeit? Auf Zeit. Aber das sind ja jeweils 100 Sekunden Uhren, oder? Normalerweise sind die grünen 100 und die blauen 10. Dann wäre es sehr einfach. Weil ich brauche niemals mehr als 100 Sekunden, um den Platz zu machen. Naja gut, okay, wir müssen das ganze Level spielen. Aber trotzdem... ah, und es sind nur 10 Sekunden. Na, alles klar. Ich würde sagen, aber trotzdem wäre es ein bisschen arg. Okay. Okay, okay, okay. Wir müssen das ganze Level spielen. Das ist natürlich dann schon wieder eine andere Sache. Dann gucke ich mal, da ich möglichst durchspeede und möglichst Uhren mitnehme, denke ich. Hoppala, war das schon wieder knapp. Aber ich wollte das lieber durchziehen, als dass ich dir noch eine Runde länger warte. Wir müssen doch darüber, oder? Ja. Alter, ich zieh durch hier. Da ist noch eine Coin. Eine Uhr.
Ja, toll. Scheiße, ich wollte. Na, egal. Okay, jetzt haben wir echt nicht viel Zeit tatsächlich. Ich habe das nicht gut gemacht, glaube ich. Ich habe zu wenig Uhren eingesammelt, wahrscheinlich. Okay, ich weiß nicht, wie viele Uhren hier sind. Das könnte echt knapp werden, tatsächlich. Ach, kein Radau jetzt, komm her. Okay. Uhr. Okay. Okay. Jetzt kommt Runde 2. Wir haben noch 30 Sekunden. Sollte klar gehen. Aber die letzte dauert natürlich auch ein bisschen länger. Fuck. Okay, zählt. Ah, scheiße, zählt nicht. Na komm schon! Okay. Ja, okay, kriegen wir hin, oder? Ja. Hui, okay. War nicht so knapp, wie ich dachte, aber war knapper, als ich gedacht habe, als ich den Vorschau-Screen gesehen habe. Alrighty then. Kriegen wir hin. Nehmen wir noch mit. Danke. Sehr geil. So, einen von den Dingern kriegen wir auf jeden Fall noch einen in diesem Part. Wahrscheinlich sogar zwei. Cool, cool, cool. Ob in den Bowser-Leveln auch welche kommen? Ich weiß gar nicht mehr, ob die schon komplettiert sind. Da müssen wir mal gucken, ob da schon eine silberne Krone dran ist. Ich glaube nicht. Mal gucken. Bla bla bla. Wir haben schon wieder fast 1000 Sternteile. Das ist gut für den nächsten Fassalien-Luma, der eh irgendwann kommen wird. Bröselbrock? Blablabla. Brösel. Doch, Bröselbrock. Ne? Heißt sogar so. Okay. Wir könnten auch mal wieder in die Bank ein paar Sternteile einzahlen, theoretisch. Aber. Was? Was? Nein? What the fuck war das gerade? Ja, die Bowser Castles sind nicht abgeschlossen. Okay. Dann können da auch welche kommen. Passt. Scheiß Titel, Alter. Was könnte es hier sein? Risikokomet? Die Stamina der Kamina. Was? Die Stamina der Kanina? Nein, keine Kaninchen jagen. Nee, okay. What the fuck? Was ist das denn für eine wilde Mission, Alter? Hä? Also mache ich jetzt einfach Massenmord an Krabben, ja? Ist es so? Wird es jetzt einfach Krabben-Massenmord? Okay. I mean, sure, I guess. Wild. Warum sind manche von denen blau? Was unterscheidet die? Ich glaube, die Blauen hauen ab und die Roten greifen an. War das nicht so? Okay. Oder hauen beide ab. Egal. Ah, die Blauen geben One-Ups? Wild. Ja, tatsächlich. Okay. Ich brauche noch drei. Da sind die letzten beiden, okay. Das Problem ist, sie zu finden, ist das eine. Sie zu treffen. Leider das andere. Oh mein Gott, okay. Ich hatte Angst, dass ich den jetzt verfehle, wenn der wegtanzt. Close one. Close, close, close. Interessant, dass die One-Ups für immer hier bleiben. Normalerweise spawnen die auch nach einer Zeit. Funny. Okay, das war eine sehr interessante Mission. Einfach Krabben-Massenmord begehen. Ich weiß nicht, was die Krabben getan haben, aber... Vielleicht will Mario heute Abend ja auch einfach nur eine Suppe essen. Wer weiß. Wer weiß. I'm not judging. Oder so. Proceeds to silently judge. Geht fit. Okay. Und nee, die Fressalien-Luma-Galaxien kriegen doch einen Dings, einen Kometen. Krass. Was willst du schon wieder? Ich hab da einen Brief für den Baby-Luma. Was? Mein lieber Baby-Luma, ich hoffe, dass dich dieser Brief wohlbehalten erreicht. Geht es dir gut? Anbei etwas, das Mario und dir auf eurer Reise von Nutzen sein dürfte. Möge die Kraft der Sternteile mit euch sein. Von wem könnte dieser Brief wohl sein, ha? 50 Sternteile?
I take it, Alter. Die Mutter der Lumas, die wacht über uns alle. Und passt auf, dass wir immer gut genährt sind mit Sternteilen. Das finde ich gut. Dann würde ich mal sagen, geben wir doch gleich mal ein paar auf die Bank. Komm, halt die Klappe, ich will dir Geld in die Hand drücken. Alter. Alter. 5 Sternteile, okay. Komm, halt's Maul jetzt. Danke. Ja, komm, Alter, shut it. Einlagern. Alles rein damit. Kann alles weg. Sehr gut. Tala die Brille wieder auf. Schöne Brille, nicht wahr? Sehe ich mit dir nicht aus, wenn ich der Verwalter. Achso, jedes Mal, wenn man die 1000 knackt, dann endet er quasi sein Design oder was. Okay. Okay. Ja, finde ich ja cool, dass wir von einer gewissen Person Dinger bekommen. Briefe. Das gefällt mir. So, dann Schüttelklapp-Galaxie. Damit dürften wir in Welt 1 dann schon bis auf die Bowser-Galaxie, glaube ich, sogar alle abgeschlossen haben. Ne? Ja, ich glaube schon. Oh nein. Der flippige lila Münzen-Dauerlauf. Lila Münzen? Auf Zeit? Mit Schatten-Mario? Mit Flipdinger? Let's go! Ne, Schatten-Mario wahrscheinlich nicht, oder? Why? Wahrscheinlich doch. Wahrscheinlich doch. Okay, schauen wir mal. 3 Minuten habe ich. Ich weiß, der schütteln muss halt die Klappe. Aber ohne Schatten Mario. Okay. Da, 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 da. Ich weiß nicht, ob es klug ist, möglichst wenig oder möglichst viel zu schütteln. Ich glaube, es ist relativ irrelevant. Ja, toll. Okay, der Sprung war nicht gut, leider. Gebe ich gerne zu. Muss mich jetzt hier ein bisschen konzentrieren, Leute. Deswegen ein bisschen weniger reden. Das sind mehr von den Elektro-Teilen, als die im ursprünglichen Level drin waren, oder? Die kamen doch eigentlich erst später. Müssen wir jetzt halt auch bei jedem Mal schütteln, ne? Das ist halt auch nicht... Oh mein Gott. Das war richtig knapp, weil ich konnte ja nicht schütteln, ne? Wenn ich geschüttelt, wäre ich safe tot gewesen. Das heißt, ich muss einfach trusten, dass es reicht. Das war schon fucking knapp. Das ist immer so ein Ding, ne? Man muss sich echt zwingen, nicht zu schütteln, wenn es so ein knapper Sprung wird. Weil man weiß genau, wenn man schüttelt, ist man auf jeden Fall tot. Wenn nicht, dann überlebt man es vielleicht. So, da ist der Drecksketten und der für unseren ersten Tod verantwortlich war. Das Geburt. Ja, ja, genau dich meine ich. Ey, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Wir haben noch nicht mal die Hälfte, Alter. Weg mit dem Kettenhund. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Hau ab. Ja, ja, aber jetzt geht's ein bisschen schneller. Ja, ja, wow, wow. Hat sich was mit wow, wow, ich sag's dir. Okay. Okay, okay, wir haben noch eine Minute. Für 79 habe ich einen übersehen. Boah, bitte sag mir, ich keinen übersehen habe, Alter. Das wäre ja so wild kacke. Wenn ich jetzt eine fucking Coin übersehen habe. Nee, da hinten ist eine einzelne. Das wird wahrscheinlich dann die sein. Ja, okay. Von dem musste ich mich jetzt hitten lassen. Ist egal. Ja, passt, 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 passt. Okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Stell dir mal vor, die Mission mit Luigi zu spielen. Ich glaube, das wäre ganz schön krebsig. Ne, wegen seinem Rumgeschlitter und seinen anderen Sprüngen. Die würden dann also nicht mehr so richtig passen, wenn man einen Weitsprung macht und so Sachen. Oh boy. Alter Schwede. Das wäre schon belastend, glaube ich. Okay, war eine gute Mission. I like it, I like it. Kriegen wir jetzt noch einen Stern, vielleicht so einen Komet in einem Bowser Castle? Das wäre jetzt für Partabschluss eigentlich noch ziemlich cool. Das würde ich feiern. Nope. Na gut, wir können natürlich auch Full Circle gehen, ne? Damit, wo wir den letzten Part beendet haben, beenden wir auch diesen oder so in der Art. Ne, mit der Galaxie. Ist auch okay, I guess. Wir nehmen kurz die Sternteile mit. Und dann, ja genau, uns fehlt hier nur noch Bowser. Uns fehlen hier noch ein paar mehr, okay. Naja, werden wir wohl noch ein paar kriegen. Ab in die Wuchtwipfelgalaxie. Ja, ja. Während ich Anfang des letzten Parts noch der Meinung war, hier, wir haben es ganz schön knapp nur von den Sternen her, ne, dass wir kaum mehr Sterne haben, als wir immer brauchen, um weiterzukommen, sieht es mittlerweile ein bisschen anders aus. Die Lila-Münzen-Rutschparty. Fuck!
Oh, Bruder, wir sind komplett gefickt. Wir sind komplett gefickt. Soll ich das mit Luigi spielen? Nee, Digga, ganz bestimmt nicht. Sorry, Alter. Okay. 100 Münzen auf der Rutsche. Und wenn ich eine verpasse, bin ich im Arsch. Wie ist das? Oder gibt's hier mehr? Manchmal gab es in Galaxy 1 ja mehr als 100. Vielleicht ist es hier auch so. Aber so wie die aktuell gelegt sind, gehe ich eher davon aus, dass das nicht so ist tatsächlich. Wobei doch, weil hier kann man auf gar keinen Fall alle kriegen. Ja, ja, okay, es muss über 100 geben. Also wenn nicht, wäre absolut lächerlich. Ich denke, es gibt mindestens 150. Das war in Galaxy 1 eigentlich auch immer so. Alter, boah, aber das ist ganz ehrlich. Alter. Ey, ich muss erst mal gucken, ich überlebe hier, geschweige denn 100 Münzen einsammeln. Ey, what? Ich hab springen gedrückt. Alles klar, Digga. Okay, aber ich habe zwischendurch eh schon sau viele verpasst. Ich weiß nicht, wie man das da machen muss. Ich glaube, ich muss viel, viel früher einfach anfangen, dann zu wenden quasi. Weil man ist sehr träge, wenn man die Seite wechseln möchte quasi. Danke, Mario. Das war ein richtig guter Start schon wieder. Direkt eine Coin liegen lassen. Finde ich gut, finde ich gut. Professionell am Start wieder hier. Fette Sau. Ja, hier zum Beispiel. Ich glaube, jetzt muss ich einfach schon früher rüber switchen, dann kann ich die alle mitnehmen. Ja, okay. Da habe ich diesmal mehr mitgenommen als vorher, glaube ich. Perfekt. Och, Digga. Ja, okay, scheiß auf die. Wenn ich die probiere, kriege ich gar keine. Hier switche ich jetzt einfach schon direkt rüber, würde ich sagen. Boah, Alter, das ist aber auch knapp, ne? Alter, sammel die ein. Okay, diesmal haben wir auch den Sprung mitgenommen. Ich habe hier ein, zwei Coins mehr, als ich gerade eben hatte, glaube ich. Okay, 20 noch. Müssen wir ihn kriegen, oder? Ja, komm, 7. Oh, wobei, hier ist schon gleich Ende. Nein! Nein! Aber ja, 99. Ist das nicht ärgerlich? Ich fühle mit dir abgemacht, abgemacht. Geradeaus, er hätte nur geradeaus fahren müssen. Was ist denn mit dir? Wie viel hast du getrunken, bevor du auf diese scheiße Rutsche gegangen bist? Mann, Alter, hat dir das keiner im Freizeitpark erklärt, dass du fucking Rutschen nicht mit Alkohol im Tipps betreten darfst? Ey, das kannst du doch keinem erzählen, was der sich hier für Schlangenlinien zusammenfährt. Ich kack ab, ey. Wahrscheinlich vorher noch ein Jackie Cola reingezimmert oder so. Ich weiß auch nicht, ey. Was denn los mit ihm? Meine Fresse, eine verkackte Münze. Das war wieder so klar. Das war wieder so klar. Oh, der ist viel zu viel liegen. Der ist schon wieder viel zu viel liegen. Was ist denn mit ihm? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, kill me einfach. Ja, es ist... Oh mein Gott. Hier hatte ich vorhin 67. Perfekt. Also muss ich jetzt 3 mehr einsammeln als vorher. Ne, 4 mehr, weil ich brauche ja die 100. So eine Scheiße, Digga. Ah, Alter, wenn ich wieder bei 99 bin, dann beende ich den Part. Ich habe jetzt am Ende nicht auf die, ich habe am Ende nicht auf den Zähler geguckt. Ich habe es nicht gewagt. Ich habe es nicht gewagt, auf den Zähler zu gucken. Ah, ich habe das extra Leben da hinten gesehen, aber ich scheiße auf das extra Leben, Bruder. Oh mein Gott. Yo, das war eine Mission. Alter Schwede, die nimmt einen ganz schön ran, du. Boah, ich hoffe, wir kriegen später nicht so eine Rutsche noch in schwerer und mit auch lila Münzen. Krank. 37 Sterne, Galaxy komplett. Wundervoll. Alter. Oh nein, bitte sag mir, dass ich da nicht auch lila Münzen sammeln muss, während ich mit Yoshi da lang rase. Okay, finden wir im nächsten Part heraus, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die Kometenjagd gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.